Hallöchen, da bin ich wieder und heute natürlich in voller Frische hier beim Aufnehmen von Bastion. Und ich glaube auch, dass heute eine gute Session wird. Ich hoffe, der Akku hält ein bisschen. Ich habe Batterien gefunden, habe leider keine gekauft, weil ich irgendwie zu faul war und es vergessen habe. Aber jetzt habe ich nochmal irgendwo aus irgendeiner Fernbedienung Batterien geholt und ja, ich muss mir auf jeden Fall einen Akku holen für den Controller. Was ich jetzt noch schnell am Anfang erzählen will, ist, was war es denn nochmal genau? Ich habe gehört, dass YouTube bald Videos mit 60 Frames pro Second, also mit 60 FPS anbietet. Das ist für uns jetzt bei der sehr gut, weil Spiele, ob ich jetzt mit 30 und 60 anbiete, das ist schon ein Unterschied. Es heißt ja, das Auge sieht nicht mehr, aber es sieht definitiv flüssiger aus. Jetzt nicht unbedingt hier bei diesem Spiel, aber gerade jetzt, sagen wir mal, irgendein Rennspiel oder auch, sagen wir mal, Battlefield vielleicht und so Zeug, wird das schon viel besser aussehen. So, und ich würde sagen, ich rede nicht so groß um den heißen Brei rum und ich mache dann lieber mal was, oder? Was meint ihr? Ja, uns fehlen noch zwei Monumente, Splitterdinger, und das machen wir jetzt auch. Zack, und los geht's. Was erwartet uns hier unten? Splitter geortet. Da gehen wir jetzt hin. Mal schauen, was auf uns wartet. Und can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. Sandberg. Okay, Sandberg. Hallo? Sag bloß, der ist abgegangen. Controller? There's no more mountains now. Ich hab doch hier noch Akku. Das kann ja gar nicht sein. Das Ding ist vielleicht Verbindung verloren. Jetzt mal schauen. Oh, mein. Jetzt bin ich hier fast vom Stuhl geflogen. So. Hallo? Hallo? Was ist hier los? Ach ja, ich muss ja hier erst einmal. So they figure they'll hold out right here. Jetzt bin ich ja hier in einem Wald drin. Dschungel oder was es ist. Ist ja richtig lustig. Ja, das kann ja wohl echt lustig werden, Jungs und Mädels. Ach du Kacke, das Mistviech geht mir doch jetzt schon wieder auf den Sack. Aber mit Flammenwerfer ist das gar nicht mal so schlecht. Hallo? Okay. So. We only found that little ich muss hier rein. Ich komme aber hier nicht rein. Da nicht. Dann schauen wir jetzt mal. Schon wieder so ein Mistviech. Danke. Ich weiß gar nicht, wo es hier überhaupt hingeht, ne? Da ist noch irgendwas. Was ist das? Etwas Schmieriges. Good thing for those beasts, okay, jetzt der scheiß Controller. Oh, fucking. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist doch halb volle Batterien hier. Oh, scheiße. Einen Moment, ganz kurz. So, da bin ich wieder. Erstmal gucken, wie lange er es packt. Das wäre jetzt echt uncool. Da muss ich nämlich schnell einen Laden switchen, mir Batterien holen. Scheiße. Wahrscheinlich bleibt mir auch nichts anderes übrig. The creatures of the wild. They've been building a bastion of their own. Pam. Die haben wir schon mal ordentlich in die Schranken gewiesen. Hallo, lasst mich doch mal durch hier. Danke. Hallo? Leute? Okay, ihr wollt's nicht anders. Hallo? Komm hier einfach nicht hin. Oben rüber, unten rüber, hier durch. Hallo? Ich will hier hin. Wenn ich nur wüsste. Ah!
Sehr gechillt, sehr gechillt. Das freut mich. Also, jetzt gucken wir mal, was, wo wir hier noch... Ach, du heilige Scheiße. Dann würde ich sagen, Feuer frei. Bam! Oh oh. Das ist wieder so ein ekliges Ding. Und dann wollen sie mich auch von beiden Seiten vergiften. Ich finde das relativ scheiße von euch. Ihr könnt ja auch mal nett zu mir sein. Alle wollen mir immer nur das Böse. Ist doch erst mal aufgefallen? Die wollen uns einfach alle an den Kragen gehen. Obwohl ich denen doch gar nichts getan habe. Nix. Niente. Nada. Also ich glaube, bevor ich mir hier Batterien hole, hole ich mir doch lieber Akkus. Muss ich mal nachher den Laden gehen. Was ist das? Och nö, schon wieder sowas Neues? Kind of mercy, oh je. Ein Mörser. Ob das jetzt wirklich gut ist, weiß ich auch nicht. Ein Mörser. Doch, ist ganz cool, aber für einen schnellen Moment ist es doof. Immer so neue Sachen hier. Da kommst du keine Folge mit dem gleichen aus. Da haben wir wieder was gefunden. Hallo. Was sagt der Mörser? Bam! Alles zerstört. Okay, Schaden macht es auf jeden Fall sehr gut. Waffenlager. Gut, wir könnten jetzt hier wieder tauschen, wenn wir es nicht... Aber wir benutzen es jetzt einfach mal und schauen, was uns das so bringt. So, und das Ding ist ja auch doof. Neeeet, bam. Takes a lot of convincing, and our mortars have to do the talking. Ja, er ist gar nicht mal so schlecht, sag ich mal. Look at it this way. It's either them or us. Bam. But if we win, they win too. Okay, er gefällt mir schon mal. Aber ja, müssen wir mal schauen. Ours. Komplett zerstört. Würde ich jetzt mal dazu sagen. Und dich haben wir auch zerstört. So, hier geht's weiter. Aber das ist nochmal so ein blödes Ding. Und dort, oh, Entschuldigung. So, jetzt. Hier, bam, ins Gesicht. Muss ich mal sagen, ja, bin ich mal gespannt so. Was da noch auf uns zukommt. Those beasts been hard at work fixing up the place. Aber ihr wisst ja, ich bin ja ein Mörder-Pro-Gamer, ist klar. Scheiße. Piss dich, Junge. They've rounded up their voll weggemörsert. Just like we have. Wie komme ich da hin? Von oben kommt man da runter. Hab ihn weggebuttert. Hallo? It's a delicate situation. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, aber scheiße. Was soll's. So, ja, gehen wir mal hier hoch. Cores and shards, just like hier ist irgendwas Giftiges. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ey, ihr habt sie nochmal alle. Mal ganz ehrlich jetzt. Habt ihr das gerade mitgekriegt? Das ist nicht schön. Aber ich hab's schön geklärt, ne? Das sieht ihr. Bin halt einfach der Meister der Zeremonie. Hahaha, hier haben wir den nächsten Splitter, wie geil. Und wahrscheinlich wieder so einen fetten Endgegner. Ja, und den kriege ich auch schon direkt wieder hier alles voll aufs Maul. Hallo. Wow, wir sind wieder im Farbenland. Ich habe wieder Drogen genommen. LSD oder sowas. Aber was schießen hier auf mich? Würde mich echt mal interessieren. Hallo. Hallo, übertreibt's doch nicht.
Boah, wer schießt denn hier auf mich? You don't need to keep tangling with all those things. Boah, Leute, die wollen's wissen. That's the way. Gut so. Sehr gut, ich hab's gemeistert. Du gehst mir auch auf den Sack. So. Puh. Naja, war schwer, aber so schwer jetzt auch wieder nicht. So, und Skyway. He's done what's best for him, don't you worry. Don't you worry. Ja. Besuch das Fundbüro. Ja, das machen wir jetzt dann gleich nochmal ein bisschen so. So, Controller geht zum Glück jetzt nicht ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass einfach ich den Empfänger am besten ein bisschen weiter zu mir hole. Dann ist es auch besser so. Weil wenn die Batterie ein bisschen schwach ist, dann geht auch der Empfang nicht mehr so weit. Und ja. So, dann würde ich sagen, Monument. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. So, und dann gehen wir halt jetzt hier hin. Fundbüro erweitert. Und was hat die zu sagen? Fix that thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier. Und du hast auch was zu sagen? Dazu? Zum feines Grammophon? Suppose it's true, a little song can put things in perspective. Naja, es wird also alles schöner hier, würde ich mal sagen. Jetzt schauen wir mal, jetzt kommen wir hier vielleicht bestimmt... Wow, Hochsprung. Ein geschickter Trick, der den Anwender hoch in die Luft springen und auf seine nichts ahnende Feinde herabstürzen lässt. Die Schleicher adaptieren diesen Manöver entsprechend den Kriegszählungen alterer Generationen. Was haben wir denn hier noch alles? Ja, leck mich am Arsch, was wir schon alles gefunden haben, ist ja nicht mehr normal. Aber das müsste ziemlich teuer sein. 66 Gesundheit weniger. Wiederherstellt den Gesundheit entsperren 5% der verursachten Schadens. Ja, das ist nicht so cool jetzt. Aber ich könnte was Neues gebrauchen hier. Ein Aufwertungsmaterial für den Galonmörser. Ein Bürststeinbrocken, der durch der Katastrophe zutage fördert wurde. Okay. Etwas Scharfes, etwas Sehniges. Was haben wir eigentlich momentan? Etwas Sehniges haben wir. Nee. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, wir haben dieses komische hier. Ich schau ganz kurz mal, ob wir da noch irgendwas ändern können. Ich glaube, dass es hier war. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ein ausgefeiltes Fallenset, das plötzlich aufspringt und Zentrikuren in der Nähe des Anwenders außer Gefecht setzt. Ja gut, ist eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Aber es gibt da noch bessere. Ah, wir haben das jetzt mal. Well, if you can't burn it, you can always blow it to mother on high, right? So, jetzt gucken wir nochmal hier schnell. Hochsprung können wir lernen. Ach komm, das nehmen wir jetzt mal. Und der Rest. Speicherspieß. Wir haben doch einen Spieß, ne? Den nehmen wir jetzt. So, etwas Übles. Feuerbalg, den haben wir doch auch, oder nicht? So, jetzt haben wir ein bisschen aufgewertet. So, was können wir jetzt hier noch? Gedankenstätte haben was Neues. The culture, a still life of old unwanted keepsakes. Also viel kann man hier noch freischalten, ne? Das seht ihr auch. Whee! 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 Was ist das? Bisschen Mucke hier. Halt, halt, bleib hier, bleib bei uns. So, hier haben wir auch was Neues, sehe ich doch gerade. Hier unten haben wir noch was Neues. Noch nicht. Doch hier.
15 Kritische Trefferwertung und Hieb verursachen Krückstoß. Kritische Trefferschuss, immer gut. So, Explosionsradius, schneller nachladen, immer gut. Aber wir haben doch gar nichts mehr zum Nachladen, oder? Egal. Treibstofferzeugung und flammenstreuend weiter. Also, das machen wir so. Flammen verursachen bleibende Verbrennungen. Schaden pro Flamme erhöht. Dann machen wir das mal. Sehr gut. Haben wir ein bisschen was dazugelernt. Aber warte mal kurz. Ich glaube, hier haben wir noch was. Seht ihr. Brauchen wir aber gerade nicht lernen, weil wir den gerade nicht haben. Okay, dann würde ich sagen, geht's zum nächsten. Tada! Splitter geordert. Und da gehen wir jetzt hin.